Servus, da sind wir wieder zurück bei Pokémon Kristall. Ich werde zuallererst einen Blick aufs Team werfen, denn da hat sich ein bisschen was verändert. Seht mal. Ja, ihr habt schon richtig gesehen. Einmal das hier. Ich habe mir einen Europ gefangen auf den Strudelinseln. Und einmal das hier. Ja, ein Taubsi. Zwar Level 3, aber was soll's. Ich habe sie beide schon umbenannt. Das hier ist der Vogel. Der Vogel. Wisst ihr, den Vogel nennen sollen. Und das hier ist Albert. Von Albert die kleine Robbe. Oder die kleine Robbe Albert oder wie auch immer. Ja, ich werde beide jetzt ein bisschen trainieren. Also hier im Team Rocket Gebäude. Und der Noob und der Nerd mussten leider aus dem Team raus. Tja, aber was soll's. Wir machen jetzt hier weiter. Die haben wir schon. Ja, es ist ein paar Tage her, seitdem ich etwas aufgenommen habe. Weder Metroid, noch Pokémon, noch halt das andere Zeug, das ich noch habe. Ich glaube, das sind sogar die einzigen. Okay, dieser Rocket Gnome setzt ein Zubat ein. Wir mit unserem Vogel. Ich sollte ihn wirklich, glaube ich, Vogel nennen sollen. Was soll's? Das ist ein Job für Schlängli. Kein Problem für Arbok. Das sollte eigentlich auch eine Max-Bombe reichen, aber... Oh, das ist super teilt aus. Wurde aber geflinkt. Und Zubat ist weg vom Fenster. Der Vogel erreicht Level 6 und lernt Sandwirbel. Oh, das... Oh, das könnte jetzt dauern. Wie viel hat er überhaupt? 2. Noch ein Zubat. Das überlassen jetzt Albert, die Robbe. Los, Albert. Du wirst mal ein großes, starkes und überaus geiles Yugong. Yugong ist so schön und so cool und so stark und so alles. Oh, Yugong ist so super. Ja, super effektiv. Ach nee. Bitte sei jetzt nicht arschig zu Gott. Ja, ich konnte jetzt nicht reden, weil ich etwas getrunken habe. Das hat man vielleicht sogar gehört. Wenn ja, dann macht das auch nichts. Ich bin ja immerhin auch ein Mensch und ich muss auch etwas essen und etwas trinken und halt viele andere Sachen machen, wie andere Menschen auch. Und dieses Zubat geht mir gerade gleich auf den Senkel. Los, vernicht das! Gut gemacht, Albert. Und Zubat weg vom Fenster. Rocker-Trüppel wurde vernichtet. Ich gebe auf. Und ich gehe jetzt nochmal raus, den Vogel in Vogel umbenennen. La 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 la. Und währenddessen kann ich auch gleich heilen. Das könnte ich eigentlich auch rausschneiden, aber... Nee, bin ich jetzt viel zu faul dazu. Hallo, Namensbewerter. Ja, ich gebe deine Pokémon geilere Spitznamen. Nein! Nicht Albert. Albert ist gut. Albert ist schön. Ja, dann benenne ich ihn etwas anderes. Was meinst du, hä? Ah, der Vogel. Vogel, hä? Der ist selber ein Vogel, ein Pokémon zu nennen. Halt die Klappe und benenne es einfach um. In Vogel. Nein. Wo ist das H? Da ist das H. Vogel. Von Vogel und Vogel. Oh, dein Pokémon heißt jetzt Vogel. Falls einiges von euch sich fragen, was Vogel überhaupt heißt. Vogel heißt Vogel. So, jetzt nur noch heilen. Lalala. Und falls einige von euch Albert die kleine Robbe oder die kleine Robbe Albert oder wie auch immer nicht kennen, dann tut's mir leid, denn diese Serie ist schon uralt und die habe ich noch früher als kleines Kind gesehen. Zwar nicht so oft, aber wenn sie lief, habe ich sie mir angesehen. Also. So, es ist nur schade, dass der Vogel so schwach auf der Brust ist. Sonst könnte er schon mitkämpfen. Aber was soll's. Er wird noch groß und stark werden. 3 Jahre ist das her, seitdem Team Rocket zerstört wurde. Wir arbeiten ja an unser Comeback.
Na dann viel Spaß. So ein Comeback gelingt nicht jedem. Das weißt du hoffentlich, oder? So, sendet Slimer aus. Und wir ziehen unseren Vogel gleich mal wieder zurück, denn der ist ja nur da, um zu leveln. Und ich würde mal sagen, Gift gegen Gift, das ist ein Job für den Beißer. Und mir ist aufgefallen, ich habe viele Flug-Pokémon und viele Gift-Pokémon im Team. Ich meine, den Spitter, den Beißer, den Mörd, den Noob. Ups, falsche Attacke. Aber soll's. Dann wollte ich noch Ledian haben. Ich glaube, Vulcan und Albert sind die einzigen beiden, die nicht von diesem Typ sind. Windstoß. Und noch eins. Wie spät ist das überhaupt? 11 Uhr. Naja, 11 Uhr 4 ist das auf meinem Handy und 11 Uhr 7 ist das auf der Computeruhr. Nein, ich glaube, jetzt kommt mal wieder Schlängli zum Einsatz. Falls er noch eins hat, darf das die Spitter übernehmen. Schlammbart. Weißt du, was du nicht kannst, das tut Schlängli nur gut. Ich zeig dir mal so ein richtiges Schlammbart. So sieht ein richtiges Schlammbart aus. Du bist zwar selbst nur ein Schlammklumpen, aber trotzdem. Ja, mach euch Aussätze. Ich wollte jetzt sowieso Biss einsetzen. Wie auch immer man so einen Schleimhaufen beißen kann. Ich meine, gut, aber wie ist mein Gift-Pokémon? Ihm macht das nicht so viel aus. Muck. Oi, Slimog. Ob das bitte auch mit einem Slimog fertig wird? Nicht so wie Ash Slimog in der Pokémon-Liga, wo es Knofenser platt drückt. Zum Glück habe ich kein Knofenser. So, jetzt los, Spitter. Du schaffst es. Du bist stärker. Nachtnebel. So kann ich Slimog durchaus zu Tode ringen. Hallo, Slimog. Achso, und mein Computerführerscheinkurs hat jetzt wieder angefangen. Das heißt, ich bin jetzt tagsüber wieder nicht da. Das heißt, tagsüber kann ich keine Videos mehr aufnehmen. Nur mehr nachts eventuell. Und selbst da weiß ich nicht, ob ich Zeit dazu habe. Das heißt, ich muss jetzt wieder einen ordentlichen Vorrat anlegen. Damit ich trotzdem Tag für Tag etwas hochladen kann. Und jetzt habe ich ja die letzten paar Tage nichts hochgeladen. Weil ich mir einfach mal eine kleine Auszeit gegönnt habe. Einfach so, weil ich es kann. Dumme Husterei. Das war jetzt aber nicht, um zu testen, ob die Tonspur funktioniert oder nicht. Denn ich huste oft absichtlich so, damit ich anhand von Camtasia sehe, ob ich aufnehme oder nicht. Denn dieser Audiobalken, der bewegt sich, wenn ich spreche, nur ganz wenig. Und da ich auch nicht wirklich darauf achte, bin ich mir manchmal nicht sicher. So, der Vogel kommt rein, um Erfahrungspunkte abzustauben und wird gleich wieder zurückgerufen. Das Gute ist dann so für ein Gift-Pokémon, ich kann nicht vergiftet werden. Tja, Schlammbad, aber macht das bitte nicht so viel aus. Na los, setz Nachtnebel ein. Das ebenfalls Gute daran ist, die Rocket-Rüpeln haben fast alle nur Gift-Pokémon, hauptsächlich Smogons. Und der Vorstand von diesem Gebäude hier, der hat sogar 6 Smogons. Nein, 5 und ein Smogmog. Und ein Smogmog! Na los, Topsy. Nur Grimer ist ein Slimer. Nur Albert und Vulcano werde ich hier nicht so sehr einsetzen können, weil ansonsten die Chance besteht, dass sie vergiftet werden. Und den Vogel setze ich sowieso nicht ein, der ist nur da, um Erfahrungspunkte abzuklauben. Na los, Beißer. Ja, ich hab's gewusst. Ich habe zuerst kurz überlegt, ob ich Vulcano einsetzen soll, aber dann hatte ich die Furcht vor einem Schlammbad. Ich weiß gar nicht, ob ich Gegengift überhaupt mit habe. Ich muss nachher mal nachsehen. Ja, mach du ruhig, ich beiß dich trotzdem. Als ich das erste Mal die Diamant-Edition gespielt habe, habe ich 2 Pokémon besessen. Nämlich ein Chilterra und ein X-Bad. Dumme Generei, das gibt's doch nicht. Ja, ich bin gerade vor einer Stunde aufgestanden, deswegen bin ich noch müde.
Ja, ein Shelterra und ein X-Bat hatte ich da. Und beide auf Level 100. Das Shelterra hatte Erdbeben, Knirscher, Blättersturm und... Was hat das noch drauf? Noch eine Attacke auf jeden Fall. Und das Zubat, das X-Bat, meine ich, das war eins von der ganz üblen Sorte. Das hatte nämlich Fliegen, Giftzahn, Konfusstrahl und was hat das noch drauf? Jetzt bin ich am Überlegen. Ja, es ist schon sehr, sehr lange her, seitdem ich das gespielt habe. Und diesen Spielstand habe ich übrigens auch nicht mehr. Auf jeden Fall war dieses X-Bat eines der richtig unfairen, fiesen Sorte. Denn es vergiftet, achso, und Biss. Denn es vergiftet einen. Dann lässt es einen quasi zurückschrecken, dass man noch länger leidet. Dann fliegt man weg, damit man noch länger leidet. Es ist ein reines Niederringen-X-Bat gewesen. Und dieses Zubat hier geht mir gewaltig auf den Sack mit seinem Kung-Fu-Strahl. Aber das macht Albert nicht so viel aus, der denkt sich, ich knall einfach drauf. Oh nein, ich knall einfach drauf! Das ist ja weiblich, oh nein! Ja, eigentlich habe ich immer männliche Jugons, aber was soll's. Es war das erste, das ich gesehen habe und ich habe jetzt auch nicht wirklich Zeit, da großartig nach einem anderen, nach einem männlichen Jugend zu suchen. Scheiß Generei, verdammt! Ja, was soll's, jetzt kann der Vulkan auch mal zeigen, was er drauf hat. Wenigstens sehe ich, dass ich einen männlichen Vogel habe. Ja, Hyperzahn, mach ruhig, Vulkan ist stark genug und wird dich jetzt rösten. Ja, da wird auch der Ruckzuckhieb nicht viel weiter helfen. Flammenrad, vernichte diese Ratte. Du Ratte! Jetzt passt dieser Spruch wenigstens. Wenigstens. Ja, ich weiß, österreichischer Dialekt und so weiter. Mittlerweile beim Let's Playen habe ich ihn mir eh fast abgewöhnt, aber hin und wieder gibt es noch so gewisse Durchbrecher. Und mir fällt, ich könnte jetzt ganz bequem die Abkürzung nutzen, tue ich aber nicht. Und mir fällt gerade auf, ich muss Albert auch noch ein bisschen leveln. Ich meine, der kann hier ruhig ein paar Zubat zu meinem Haufen wämsen, aber trotzdem. Oh je, ein Smogmog. Ich würde mal sagen, da er auch Slimog vernichtet hat, ist das ein Job für die Spider. Na los, Spider. Oh, wie niedlich. Nur leider weiß ich, dass Smogmog eine verdammt hohe Verteidigung hat. Selbst Giftstachel ist hier sowieso total nutzlos. Och nein! Weißt du was, du kannst mich mal. Ja, aber klar ist, die Spider das nicht überlebt. Aber wenigstens bekommt der Vogel mehr Erfahrungspunkte. Er lernt Ruckzuckhieb. Du elender Saftsack. Was soll's, das kriegst du beim nächsten Mal zurück. Da komm ich wieder und wämst dich über den Haufen. Ja, was soll's, erstmal so einen hässlichen Forscher mag über den Haufen prügeln. Der Magnetilus einsetzt. Das ist das perfekte Fressen für Vulkane. Und das perfekt schlechte für Vogel. Es sei denn, ich würde ihm Lehmschelle beibringen. Hm, könnte ich übrigens. Ach nee. Weißt du was, Magnetilo? Friss Flammen. Nicht friss Staub, sondern Flammen. Rüstung. Geschmolzenes Magnetilo. Wie ein Marshmallow über den Laberfeuer. Über den Lagerfeuer. So, noch ein Magnetilo. Ich werde wieder auswechseln. Das geht jetzt so die ganze Zeit weiter. Bis der Vogel einigermaßen stark genug ist, selber zu kämpfen. Und das könnte noch ein bisschen dauern. So frühestens Level 20 habe ich mir eigentlich vorgestellt. Obwohl, das wird sich auch nicht so ausgehen. Ja, Zielschuss. Jetzt würde die nächste Attacke garantiert treffen. Egal, ob es ein K.O.-Treffer ist oder nicht. Selbst Attacken mit ganz wenig Trefferquote wie Wuchtschlag oder Geofissur würden treffen. Aber zum Glück kann Magnetilo so etwas nicht. Komm schon, Vulcano. Du erreichst bald die nächste Level. Du musst nur noch das letzte Magnetilo schrotten. Und?
bin gerade am Überlegen, kann der Vogel in der zweiten Generation einigermaßen gute Themenattacken lernen? Ich meine, in der Platin-Edition kann er durchaus gute Attacken. Der kann Tauboga bzw. Taubos sogar Unheilböen und Hitzewelle lernen. Ich meine, hallo? Hitzewelle? Eine Feuerattacke, die stärker ist als Flammenwurf? Da sage ich nur wow dazu. So. Volcano erreicht Level 33. Und den Forscher haben wir jetzt ordentlich gegeben. Was willst du von uns? Team Rocket hat das, hat alles blockiert. Aber der Direktor kann es öffnen. Achso, die Sperre da rechts. Befindet sich im 5. Stock Rettung. Ja, ich glaube, dieses Mädel gibt uns nachher Sonnentag oder so. Okay. Wo ist das? Wo ist das? Das da. Matzlab. Das bringe ich jetzt dem Vogel bei. Und da diese, und da die Pokémon hier noch nicht schweben können, aber andererseits kann ich die Genauigkeit von Flug-Pokémon mit denen hier schwächen. Lieber der Tackle weg. Ich mag Tackle sowieso nicht. Das war eine total dumme Idee, den Pokémon, den Taubsen in der zweiten Generation Tackle beizubringen, aber was soll's. Wer versteht schon die Entwickler von Pokémon? Niemand, niemand, tralalalala. Dein Plan, den Direktor zu retten, ha, dann kannst du dir in die Haare schmieren. Werden wir sehen, wer sich hier was in die Haare schmieren kann. Höchstens du dir Gel und deine Pokémon hinzu. Dann hast du ein paar Haufen Zubats in deinen Haaren, die sich da ein Nest bauen und sich darin verfangen in deine ekelhaften Haare. So, Zubat, wir wissen genau, wessen Spezialgebiet das ist. Nicht wahr, Albert? Moment mal, ich habe ein Weibchen Albert genannt, aber was soll's, ist egal. Auf das Geschlecht achte ich nicht so wirklich und da ist mir der Name auch wirklich wurscht. Aber in letzter Zeit geht momentan bei meinen Videos sowieso nicht so viel. Den Upload-Marathon, den ich vor ein paar Tagen gestartet habe, davon sind 3 Videos bisher einmal aufgerufen worden und ich habe wesentlich mehr hochgeladen. Golbat! Oh, das ist schon etwas härter. Ich glaube nicht, dass Albert mit so wenig KP jetzt noch mit einem Golbat fertig wird. Also kurz Vogel reinschicken, um Erfahrungspunkte abzugreifen. Er entwickelt sich jetzt eh gleich. Und wer darf Golbat vernichten? Ich würde mal sagen, Golbat gegen X-Bat. Ein Kampf der Beißer. Oh nein! Golbat, du gehst mir so am Zeiger. Dafür wirst du gebissen, deswegen heißt er ja auch Beißer. Los! Ich bin gerade überlegen, hätte ich das erste Video, das ich gemacht habe, auch in Hochdeutsch gemacht, so wie ich jetzt rede. Ich frage mich, ob ich dann mehr Aufrufe gehabt hätte. Aber was soll's, darüber kann ich mir jetzt nicht mehr den Kopf zerbrechen. Im Endeffekt ist es mir egal, Hauptsache euch gefallen die Videos. Und wenn ihr mich abonnieren würdet, dann würde ich wenigstens wissen, dass ich meine Arbeit gut mache und dann würde ich auch versuchen, mehrere Projekte zu machen, also mehrere Sorten, nicht nur Game Boy, Super Nintendo und so weiter. Und dann würde ich auch versuchen, anderes zu machen, wenn es mir möglich ist. Das muss ich dazu betonen. So, ein Slimer. Ich würde mal sagen, Schlängli darf mal wieder ran. Und wird dieses Slimer jetzt ordentlich in Grund und Boden stampfen. Eigentlich ist Arbok gar nicht mal schwach. Es kann sogar richtig gute Attacken lernen. Aber Jesse von Team Rocket kann mit Arbok irgendwie überhaupt nicht umgehen. Oder kämpft halt viel zu schlecht gegen die Knirpse, wie sie es sagen. Denn eigentlich sind Arbok und Smogmog ja starke Pokémon. Und auch ein Mauzi kann, wenn man es gut trainiert, richtig stark werden, aber was sage ich da eigentlich? Team Rocket sind nun mal die Bösen und deswegen verlieren sie auch immer. Und der Vogel entwickelt sich. Der Vogel wurde zu Tauboga, Pichetto, Cipetto,
So, und ich würde mal sagen, ich speichere hier. Und dann machen wir Schluss für heute. Also, ich bin Onkel Wolf. Und mit meinen beiden neuen Pokémon, einmal den Vogel und einmal Albert, ist der da, verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.